Herzlich willkommen zu diesem Kurzvideo zu meinem Windows 11 Grundkompetenzenkurs. Diesmal geht es darum, die Skalierung, also die Bildschirmauflösung zu verändern. Und dazu machen wir Folgendes. Wir gehen hier auf den Desktop, rechte Maustaste und wählen uns dann die Einstellung Anzeigeeinstellungen. Das wäre hier. Dann scrollen wir nach unten und haben hier dann die Möglichkeit, die Skalierung zum Beispiel zu verändern. Das heißt, ich hier hineinklicke, bei mir schreibt er hin, es wären empfohlen 150% und ich habe einen Monitor, der recht auflösend ist, dann könnte ich, wenn ich hier 200 nehmen würde, dann würde jeder Text oder jedes Symbol würde doppelt so groß dargestellt werden. Das wäre eine Möglichkeit. Und bei der Bildschirmauflösung hätte ich hier mehrere Möglichkeiten. Ich habe hier bei mir als größte Einstellung hier diese 3048x2160 und je nach Grafikkarte kannst du halt dann dementsprechend andere Auflösungen wählen. Zum Beispiel 1920x1080, das wäre eine niedrige Auflösung. Also die Sachen werden weniger genau und weniger detailliert dargestellt, weniger scharf dargestellt. Ja, das waren schon die Einstellungsmöglichkeiten, Vergrößerung von einzelnen Symbolen, dass man sie besser sehen kann, schärfere Darstellung wäre dann die Bildschirmauflösung. Und das war's schon, danke für deine Aufmerksamkeit.